Wir sind auferstanden. Und guck mal, wir haben hier gepennt. Und genau, und hier sieht das so aus. Die Fenster sind über Nacht runtergefallen. Das hat Geräusche gemacht. Das hat uns wach gemacht. Und guck mal, ich werde bald was zu essen kochen. Es wird gleich so ein richtiges Festmahl sein. So, Essen Portion 1 von 2 ist fertig. So, wir haben gerade gegessen und ich werde jetzt euch zeigen, wie dieser Lost Place aussieht. Hier haben wir gepennt. Hier ist gerade Geschirr mit Spülmittel, das muss weich werden. Hier ist ein Raum oder beziehungsweise da drüben, da sind ganz viele Räumlichkeiten. Hier vorne ist ein Raum. Hier vorne ist die erste Toilette. Hier ist auch noch so ein Raum. Hier auch. Genau, hier ist alles, dieser ganze Gelände ist weg. Hier vorne ist auch noch so ein Raum. Diese anderen Räumlichkeiten, die ich gerade nicht gezeigt habe, die sehen genauso aus wie diese Räumlichkeiten. Na, hier geht's Treppe runter, aber ich werde erst zur Treppe raufgehen. So sieht das von hier oben aus. Das ist alles voll mit diesem Lost Place. In diesem Haus da drüben, da gehen wir auch gleich rein. Hier vorne lebt alles und diese Decken, die sind kaputt. Da oben ist Dachboden, aber hier ist keine Leiter oder sowas. Ja, das hier ist auch noch so ein Raum. Dieser Gelände ist auch weg. Hier ist auch ein Raum. Hier ist noch so ein Raum. Hier ist auch noch so ein Raum. Hier auch. Diese hier unten, da sind ganz viele Holzbalken. Und ich glaube zu wissen, dass dieser Holzbalken damals ein Turm gewesen war, so ein Holzturm. Und der ist irgendwann eingestürzt. Und deswegen liegen hier ganz viele Holzbalken rum. Das hier ist der letzte Raum von oben. So sieht das von hier aus. Richtig schmandig und räudig und kaputt und alt. Vollkommen runtergekommen. Ja, hier vorne ist doch so ein schmandiger Raum mit kaputte Toiletten oder Waschbecken oder was das hier sein soll. Hier vorne ist noch ein noch viel größerer Raum. Hier auch. Und hier ist auch ein Raum. Hier gibt es sogar Teppich. Die anderen Räume haben keinen Teppich. Und hier ist sogar Laminat und sowas. Das ist cool. Und guck mal hier. Das hier, das ist Keller. Das ist ein richtig schwarzer Keller. Mit Ruß dran. Guck mal, wie das hier alles aussieht. Hier ist alles verbrannt. Das ist ein ganz weiter Gang hier. Hier ist auch noch so ein verschmandigter Raum. Genau, da geht das weiter nach da hinten. Also da, wo ich gerade reingekommen bin. Hier in diesen versifften Keller. Und hier kann man auch rausgehen. Und hier liegen ganz viele Scheißtüren draußen rum. Ja, so sieht dieser Gebäude, das ich gerade gezeigt habe, von dieser Perspektive aus. Das ist ein richtiges Vollfettgebäude. Ein Vollfett-Schrottgebäude. So, dieser Haus gehört auch noch zum Lost Place. Das sieht von außen so aus. Und von innen drin genau so. Also richtig verschissen und versifft. Mit kaputten Boden und sowas. Und hier sieht das von dieser Perspektive aus. Dieses vor Schrotthaus. Ja genau, das habe ich von der anderen Seite schon gezeigt gehabt alles. Also jetzt gelaufen wir in diesen Schrotthaus rein. Hier liegt ein Scheißtisch. Hier vorne liegt eine Matratze. Hier vorne sind Kühlschränke. Es ist eine voll alt Kühltruhe. Oder auch ein Kühlschrank. Guck mal hier. Hier vorne ist die ganze Decke hier vollkommen zerrissen. Das hier, das ist Keller. Und ich weiß noch ganz genau, dass hier eine Treppe damals war. Aber die ist wahrscheinlich abgerissen. Das hier, das ist Kellerraum. Das hier, das ist eine Wanne. Keine Ahnung, was man hier gemacht hat. Das war schon mit diesem versüfften Dreckskellerraum. Jetzt geht's wieder nach da oben hoch hin. Ja genau, hier vorne war dieser Treppenhaus. Und der ist eingestürzt. Und ich weiß noch damals, da bin ich diesen Treppenhaus da hochgelaufen. Und man konnte das da oben erkunden. Aber weil dieser Treppenhaus leider eingestürzt ist, können wir dieses Mal da nicht hochlaufen. Aber egal, hier gibt es noch viel mehr Räumlichkeiten. Zum Beispiel hier. Hier vorne sind Matratzen. Hier vorne ist eine kaputte Toilette. Oh scheiße, ich habe hier Tropfen abbekommen. Das ist mir gegen meine Hand gefallen. So, jetzt gucken wir uns gleich noch dieses Gebäude hier vorne an. Da sollte es auch noch Eingänge geben. Und ich glaube auch noch einen weiteren Keller. Ich will eine richtige Kalkablagerung. Eine Kalkablagerung, die im Lost Place drin ist. Ich bin richtig versifft. Hier vorne ist ein Graffiti. Hier vorne ist noch so ein Raum. Ein Raum mit Schall dran. Und guck mal, das hier, das ist komplett von der Decke eingestürzt. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal hier war, da war das noch nicht eingestürzt gewesen. Wie gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal hier. Hier ist auch eine Räumlichkeit. Hier vorne geht zu einem weiteren Keller. Weil dieser Keller ist auch eine Toilette.
Werte. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle hier. Das tropft hier die ganze Zeit rum. Da ist ja alles durchnässt und verrostet und so weiter. Ja, ich glaube, das war's mit dem Keller. Ich glaube, viel mehr gibt's hier nicht bei diesem Vollfettkeller. Ja, aber hier ist alles komplett runtergekommen. Aber hier sind noch viel mehr Räumlichkeiten. Guck mal, das hier, dieser Raum ist voll cool. Der hat Farbe Urin. Das ist ein urinfarbiger Raum. Der ist richtig geil. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das war der letzte Raum. Jetzt gehen wir gleich hoch zu unserem Schlafplatz, um gleich Glühwein zu machen. So, der Glühwein ist fertig. Ja, noch ein bisschen zu heiß. Aber dieser Glühwein hat Geschmack dran. Nicht so wie so ein Billigglühwein. Also so ein richtig verbilligter Glühwein. Weil dieser Glühwein, der ist ein bisschen teurer. Der hat, glaube ich, mehr als 3 Euro gekostet. Deswegen ist das ein Glühwein mit mehr Geschmack dran. Guck mal hier, eben gerade sind ein paar Leute hergegangen. Wahrscheinlich auch ein paar, die diesen Lost Place hier angucken wollten. Höchstwahrscheinlich waren das zwei Jungs und ein Weibchen, wie man das von den Stimmen heraushören konnte. Und genau, die haben sich das hier angeschaut. Und plötzlich waren die direkt hier vor der Tür und sind dann wieder gegangen, weil die mein Licht gesehen haben. Und über dem Schnitz haben wir gehört, dass die meinen Gaskocher gesehen haben, der da drüben steht. Und deswegen sind die danach wieder runtergegangen und dann haben wir Motor gehört und dann sind die mit dem Auto wieder zurückgefahren, weggefahren. Und draußen regnet das total in Strömen. Das ist ein richtig widerliches Wetter. Guten Morgen, wir sind wach und guck mal hier. Ich habe Tee gemacht. Mein Bruder hat Tee gemacht. Und guck mal, das hat die ganze Nacht hier rumgeregnet. Und das tropft von der Decke die ganze Zeit. Und das hat uns schlecht schlafen gelassen. Ganz viele Tropfen sind auch hier drauf getroffen. Hier sieht man, dass es nass ist. Und das hat so ein bisschen mein Kopfkissen hier nass gemacht, wo meine Klamotten und so weiter drin sind. Ich musste das so ein bisschen hier wegziehen, aber das habe ich erst dann gemerkt, wo das hier schon feucht war. Das war richtig scheiße gewesen, diesen Kopfkissen da hinzulegen. Jetzt sind schon wieder meine ganzen Sachen nass. Es ist richtig giftig. Das ist Chai-Tee. Guckt euch mal diese ganzen Verdosen hier vorne an und dieser ganze andere Müll hier, was wir produziert haben. Der wird mich die ganze Zeit nerven. Scheiße, jetzt müssen wir diese räudige Treppe runterlaufen. So, wir sind gerade von diesem Lost Place rausgelaufen.